Hallo liebe Leute, die Firma Wilkan hat uns mal wieder in ihren wunderschönen Loft hier in Wien eingeladen. Diesmal hat Wilkan Stefan Dietz aus München als Gast, ein sehr talentierter Designer, der den Stuhl Chassis entworfen hat und der wird uns ein bisschen über die Entwicklungsarbeit erzählen und auch sicherlich erklären. Wir freuen uns schon drauf. Definitely, I want to introduce you to the star of the evening, to Stefan Dietz. Stefan was born in 1971 in Munich, and he's married to Saskia Dietz, who's also a very famous and successful designer. Stefan, as one of the new upcoming leading designers in Europe, worked with the who is who in the design scene. He worked with Richard Sapper, Klaus Lehmann, Konstantin Gricic, and for example, with companies like Moroso, Tonet, E15, and of course with Wilkan. So therefore, it's not automatically said if a successful designer and Wilkan work together on a chair, for example, like chassis. We already won a lot of awards together with Stefan with the chassis chair, the best of the best at the Red Dot Design Award. We won the Design Plus Award of Rat in Formgebung and the Design Prize in Deutschland, which is a big honor for us. Thank you very much for helping us to design such a nice product. But I think enough words now for me. I would like to hand over to Steven. Of course, this evening is about the chassis chair. We are invited by Wilkan and so on. So of course, I'm gonna explain about the story, how the chassis was set up, what was our experience. Technology is inspired by the car industry. We are using a process which we know from the car manufacturing. It's the technique, the deep drawing process that is used to make the shape, the body of a car. Wilkan always has a very strong argument coming from the technology, from ergonomy, from a sort of traditional quality, so to say, the German qualities. But we would have never made a real product if we had not by accident found this extremely beautiful company called Bollinger, somewhere near Amsterdam, who helped us to transform this idea into a real product. And this was a big lecture for me as a young designer that, although working with a huge company like Wilkan, costing at least 1 year to find this company, and also to be lucky enough to find a company who were fascinated with this product and were willing to invest a couple of days to find out if it's possible to make a chair from deep-drawn sheet metal. The concept of sheet metal is not so much about the surface only, but it's about a volume described by a surface. And after this was somehow promising, they made the first calculations and they were convinced to find a way to make it somehow also financeable. Then only we could really design this product. We already thought about how could an armrest version look like, or how could we play with different kind of shells to make this product later on suitable also for the use of on a terrace, on a cafeteria, where you want to have a different kind of seating, where you want to be more cozy, more. Yeah. I was happy, but it was also extremely important to have this piece that architect because we got such a good feedback and we got so much motivation from outside. I'm sure I would have never managed to keep this kind of motivation inside the company if we had not get this kind of someone taps on your shoulder and said, okay, guys, you're on a good way for a good product. So I'm gonna thank you for now. I hope you have a lot of questions and thank you very much. Sie sind
sind ja noch relativ jung. Wie lange arbeiten Sie denn schon mit Wilkan zusammen? Wie lange kennen Sie sich? Wir kennen uns seit 2005 und arbeiten jetzt seit 6 Jahren zusammen. Das Chassis hat 4,5, 5 Jahre gedauert, also mit Unterbrechungen, Pausen. Sie haben es vorher eben gerade gehört, das war nicht ganz einfach. Wir arbeiten an neuen Projekten und ich hoffe, dass wir ein bisschen schneller sind. Was für mich sehr inspirierend ist, die Zeit, die der Mann sich lässt, ein Produkt bis in die Tiefe zu entwickeln. Die Klarheit, die er dabei offenbar immer verfolgt, nämlich welche Geschichte will ich eigentlich erzählen und wie kann ich die übertragen. Dass er dabei ein Mensch ist und auch ein positives Feedback braucht, das war für mich sehr menschlich und das kenne ich gut und das inspiriert mich auch. Ja, das brauchen wir. Wir brauchen dieses positive Feedback. Und was Stefan Dietz hat und was wir noch nicht haben, ist so etwas wie sozusagen eine große Firma im Hintergrund, die ihm offensichtlich die sozusagen diesen Support gibt, da in Ruhe mit einem. Das wäre eine Frage an ihn gewesen für mich auch. Wie konnten Sie dorthin kommen, wo Sie jetzt sind, wo Ihnen offensichtlich eine Firma einen Background gibt, wo Sie in aller Ruhe und Frieden in dieser eindrucksvollen Werkstatt quasi Bastelstunde machen können? Wir nennen das ja immer Bastelstunde. Wenn wir anfangen, Bastelstunde zu machen, da kriegt mein Geschäftsführer schon die Krise, ja, weil er sozusagen die Kohle rennen sieht und nicht weiß, woher er das jetzt nehmen soll. Ja. Und das war natürlich schon beeindruckend, ja, mit welcher Ruhe, Selbstverständlichkeit und Weite. Es ist in sowas Menschliches und Weites in dem Ganzen. Das finde ich, also mich berührt das, auch menschlich. Und denken Sie, dass Sie auf so einem Stuhl gerne sitzen wollen, auf dem Chassis? Würde ich gerne. Und ich habe meine Visitenkarte da reingesteckt. Und vielleicht gewinne ich den ja heute Abend. Einer der wenigen Stühle, die man sich kaufen kann.